Warum hat Jesus Christus sich taufen lassen? Jesus Christus hat sich zu Beginn seines öffentlichen Dienstes mit 30 Jahren taufen lassen vom Johannes dem Täufer. Das heißt, er hat die johannitische Taufe an sich vollzogen. Lukas 3, Vers 21. Die johannitische Taufe war eine Taufe der Buße. Das heißt, diejenigen, die bereit waren, ihre Sünden zu bekennen, taufte Johannes am Jordan. Auch Matthäus 3, Vers 6. Es war eine Taufe für das Volk Israel, für die Juden. Obwohl Jesus Christus vollkommen sündlos war, hat er sich taufen lassen, aus folgenden Gründen. Erstens, die Taufe war ein Teil seiner Kenosis, seiner Erniedrigung. Er wurde Mensch, und zwar ein dienender Mensch, ein Mensch als Knecht, in Knechtsgestalt. Es gehörte also zu seiner Erniedrigung. Zweitens, es gehörte zu seinem vollkommenen Gehorsam dem Vater gegenüber. Drittens, die Taufe gehörte wohl zu seinem Plan, zu seinem Auftrag hier auf der Erde, den er gehorsam vollzogen hat. Viertens, mit der Taufe machte er sich symbolisch eins mit den Sündern. Deswegen wird er auch als Freund der Sünder bezeichnet. Fünftens, mit der Taufe identifizierte er sich, machte er sich eins mit dem Volk Israel, mit seinem Volk, mit den Juden, um sich auf ihren Boden zu stellen. Eine Besonderheit war bei der Taufe, als er untertauchte, ist er sofort wieder aufgetaucht und dann geschahen drei Dinge. Erstens, der Heilige Geist kam auf ihn wie eine Taube, das war bei keinem Mensch zuvor. Zweitens, der Himmel öffnete sich, der dritte Himmel, also nicht der atmosphärische Himmel, sondern die Herrlichkeit Gottes öffnete sich über ihn. Und eine Stimme, Gott der Vater sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Mit diesen drei Zeichen wurde sofort bescheinigt und dokumentiert, dass Jesus Christus keine Taufe der Vergebung eigentlich benötigte, denn er ist vollkommen sinnlos. Und so wurde sofort bescheinigt, dass Jesus Christus der wahre, sündlose Mensch ist, der sich nur taufen hat lassen aus Gründen des Gehorsams und um sich mit seinem Volk, dem Juden, zu identifizieren.